Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder Besuch. Ich habe nämlich die liebe Sabrina da und wie kaum zu übersehen ist, wir sind beide schwanger, aber sie ist viel weiter als ich. 40. Schwangerschaftswoche. Tatsächlich. Wow. Genau. Und ich habe Sabrina heute hier, um einfach einer Schwangeren mal ein paar Fragen zu stellen, wie die Schwangerschaft zum Beispiel so verlaufen ist etc. Und vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen. Ich bin Sabrina, ich bin 32 Jahre alt und hier auf YouTube unterwegs als Lala Lunia. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Viel Spaß beim Zusehen. Also, du bist jetzt 40. Schwangerschaftswoche, also wirklich jetzt ganz am Ende, kurz vor ET. Und hattest du in der Schwangerschaft irgendwelche Beschwerden? Also jetzt gerade gar nicht mehr so am Ende, was mich auch wundert. Und am Anfang war es so ein bisschen etwas, ab und zu haben mal die Rippen so ein bisschen wehgetan. Aber ansonsten hatte ich weder das klassische, ich muss unbedingt zur Toilette rennen, mir ist so schlecht oder... Du musst nicht häufig zur Toilette? Naja, doch, aber sowieso vorher auch schon. Also ich bin sowieso da oft. Ja, okay, weil ich muss alle 5 Minuten, ich kriege hier schon immer Ärger. Wir wollen sich schon eine Klokasse aufstellen. Nee, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich wirklich nicht sagen kann, dass ich mich beschweren könnte oder sowas. Ja. Überhaupt gar nicht. Gar nichts. Ich bin sehr gesegnet, sehr dankbar. Übelkeit, Sodbrennen. Sodbrennen mal so ganz kurz vielleicht, aber sonst auch nicht so, dass ich gedacht hätte, das ist jetzt diese Beschwerde, die irgendwie jetzt krass wäre oder sowas. Auch keine Wassereinlagerung oder Senkwehen? Gar nicht. Rückenschmerzen nichts bei der Arbeit, ich weiß nicht, irgendwas? Nee, gar nicht. Also ich habe nicht mal bemerkt, dass der Bauch sich gesenkt hat jetzt irgendwie vor ein paar Wochen. Ja, gar schön. Nicht, also total toi. Beschwerdefrei. Finde ich total gut, weil häufig hört man halt immer nur von Beschwerden oder dass viele Frauen sich beklagen, inklusive mir, ich habe mich auch beklagt. Und das ist total schön, halt auch einfach mal zu hören, dass es einfach so durchlaufen kann ohne Beschwerden. Ist doch wunderbar. Der erste Gedanke war, als ich halt schwanger war, wann kommt denn die Übelkeit, weil man erwartet das ja schon fast, weil durch die ganzen Filme, die man kennt, jemand ist schwanger, rennt zur Toilette, muss sich übergeben, das erste Anzeichen, dass man eigentlich schwanger ist. Hatte ich gar nicht. Genau, ja. Da kriege ich auch immer viele Fragen zu tatsächlich, also auf YouTube und auf Instagram. Wenn ich was über Schwangerschaftsübelkeit oder Beschwerden erzähle, dass dann die Frauen fragen, ja, ist denn alles in Ordnung, wenn mir nicht übel ist? Ja klar, dann ist auch alles in Ordnung. Aber ja, eigentlich ist es ja schön, ne? Wenn man keine Beschwerden hat. Von daher toi, dass es so weitergeht. Ja, einmal auf Holz klopfen. Genau. Dann kommen wir direkt zu Frage 2, geburtsvorbereitende Maßnahmen. Du bist jetzt ja am Ende der Schwangerschaft und viele Frauen machen ja so ab der 36. Woche geburtsvorbereitende Maßnahmen. Hast du dich darüber informiert? Machst du gerade irgendwas oder hast du was angefangen und aufgehört? Ja, also ich finde ja, durch die aktuelle Corona-Situation ist man ja mehr oder weniger fast gezwungen, sich sowieso selber darum zu kümmern, vielleicht noch mehr als sonst oder in Normalzuständen. Ich habe jetzt eigentlich nur das Hypnobirthing-Buch durchgelesen, das ja so berühmt ist. Ich bin dafür auch sehr geöffnet, aber ich weiß nicht, ob es halt das ist, was ich dann anwenden werde. Ich habe jetzt auch keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, aber du hast ja tolle im Angebot, habe ich ja schon gesehen. Genau, und da habe ich wirklich schon überlegt, auch nochmal vielleicht irgendwie jetzt im Endspurt doch nochmal das zu machen. Einfach mal reinzuhören. Genau, damit, wenn es vielleicht doch anders kommt, ich vielleicht doch anders reagieren kann und dann vielleicht so ein bisschen mehr Techniken anwenden kann, als jetzt nur zum Beispiel das Atmen beim Hypnobirthing. Also mehr wüsste ich jetzt auch gar nicht, was da jetzt irgendwie an Methoden hinzukommt. Es sind halt viele Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen bleibt mir, glaube ich, nur das Atmen dann. Und wenn ich dann, glaube ich, noch so einen Kurs mache, dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen praktischer für den Fall der Fälle. Ja, wobei das Atmen ist ja auch das A und O. Ich konnte das bei der ersten Geburt zum Beispiel gar nicht anwenden. Okay. Immer wenn ich eine Wehe hatte, dachte ich, ey, das hilft mir überhaupt nicht. Mhm. Und ich habe es auch einfach nicht richtig gemacht, obwohl ich in der Theorie wusste, wie es geht. Und trotzdem habe ich es nicht hingekriegt. Doch, und bei der zweiten Geburt habe ich mich richtig drauf konzentriert und habe auch vorher gesagt, nee, diesmal machst du es anders. Und das nimmt wirklich so die oberste Spitze der Wehe. Das war so ein krasser Aha-Effekt dann, weil bei der ersten Geburt war ich so überfordert mit den Wehen, dass ich es gar nicht anwenden konnte. Mhm. Und das Hypnobirthing finde ich auch super. Mhm. Gerade wenn man, aber man muss es halt viel zu Hause dann auch einfach wiederholen. Ne? Genau, genau. Und dass man das so verinnerlicht und sich die Texte und die Lieder und so immer wieder anhört. Ich weiß nicht, gab es da eine CD dazu oder sowas? CD ist dabei, da habe ich dann da auch alles durch. Aber das erste ist irgendwie nur so ein Intro-Teil. Das hörst du dir an und denkst dir, habe ich jetzt auch nichts von. Der zweite Teil ist halt Selbstmeditation. Und der dritte Teil geht auch nochmal in die Richtung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das reicht jetzt aus. Also es ist einfach zu wenig und vielleicht wäre da so ein Hypnobirthing-Kurs auch gut gewesen. Gibt es bestimmt auch online jetzt zu Corona-Zeiten. Ja, gibt es. Ja. Ne? Ja, ja. Aber habe ich jetzt auch so Zoom-Kurse tatsächlich, wo du dann teilnimmst und wo man dann diese Entspannungsübungen macht und so. Genau. Habe ich auch ein paar Frauen, die das gemacht haben. Sind bestimmt auch super gut, aber irgendwie habe ich für mich jetzt nicht die Motivation gefunden, was zu machen. Außerdem denke ich auch so, es ist ja so auch das Natürlichste, was wir Frauen halt so machen, ein Kind auf die Welt bringen.
und versuche da halt auch entspannt irgendwie ranzugehen. Ja, finde ich auch prinzipiell eine total gute Einstellung. Also ja. Ist es auch so. Es ist das Natürlichste der Welt. Irgendwie kommen sie alle raus, ja. Definitiv. Aber so geburtsvorbereitende Akupunktur oder sowas oder was gar jetzt auch nicht viel gemacht wird, diese Luven-Diät oder Leinsamen zu sich nehmen, Datteln essen, Heublütenbäder, Sitzbäder, solche Sachen. Nee, gar nicht. Ist doch gut, ist doch fein. Alles klar, dann lässt du es einfach so auf dich zukommen, ist auch eine super gute Einstellung. Genau. Dann die dritte Frage. Wie stellst du dir deine Geburt vor oder hast du dir einen Geburtsplan gemacht? Also viele Frauen machen jetzt halt gerade einen Geburtsplan oder haben auch schon vor Corona so einen Geburtsplan gemacht, wo man einfach mal so aufschreibt, seine Erwartungen. Was hätte ich gerne unter der Geburt? Was kann ich mir vorstellen? Was kann ich mir gar nicht vorstellen? Zum Beispiel Schmerzmittel, ja oder nein? Badewanne? Was möchte ich gerne? Was ist für mich ein totales No-Go? Ja, also ich habe einen Geburtsplan geschrieben. Den habe ich? Ja, doch, habe ich sogar auf meinem Handy abgespeichert, sodass im Notfall mein Mann das auch irgendwie weiterschicken kann da irgendwie oder irgendwie nochmal schnell ausdruckt oder so. Ja. Sodass wir das halt allen Leuten, die dann irgendwie an der Geburt beteiligt sind, in die Hand drücken können. Wir werden auch in einem Krankenhaus, wenn alles gut läuft, entbinden. Ja. Aber ich habe da jetzt nichts Großes reingeschrieben, was ich komplett ausschließe. Es sind erstmal nur Wünsche, dass ich es gern so natürlich wie nur möglich haben möchte und halt auch ohne große Eingriffe. Ja, ich bin da jetzt auch gerade so ein bisschen halt noch zwischen den Stühlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde, wenn man die ganze Zeit überwacht wird. Wenn das medizinisch notwendig ist, ja gerne. Aber ich will da halt so natürlich wie nur möglich rangehen. Und wenn es halt heißt, wir müssen die ganze Zeit CTG schreiben, wir müssen die ganze Zeit kontrollieren und gucken und Untersuchungen machen, weiß ich nicht, ob mich das so unter Druck setzen würde, weil ich dann vielleicht nicht an dem Punkt bin. Und dann denke ich mir, wie lange dauert es denn noch? Und mache ich das richtig, mache ich das falsch? Also aber, da kann ich dir gleich die Angst nehmen. Ab einem gewissen Punkt wird ja immer Dauer-CTG-Überwachung geschrieben. Das ist einfach so, wenn der Muttermund wirklich schon geöffnet ist und die Wehen sehr regelmäßig kommen, ich sag mal alle 2 Minuten, und du dir auch wirklich schon stark veratmen musst, dann wird CTG geschrieben, um einfach zu gucken, geht es dem Kind unter der Wehe gut oder was passiert da so. Aber die Technik ist mittlerweile so weit, dass die ja auch kabellos sind häufig. Das ist halt cool. Das heißt, du kannst dich im Raum bewegen. Die sind auch wasserdicht. Du kannst die in der Badewanne tragen. Manchmal machen die das dann dort auch ab, wenn man nur kurz in der Badewanne ist und das CTG vorher gut war. Aber wenn es vielleicht dann so sein sollte, dass du sagst, ich könnte mir auch vorstellen, hier zu entbinden, dann können die halt auch fest angeschlossen werden. Aber du bist total mobil. Und das finde ich halt super wichtig, dass nicht ständig der Unterschied, jemand genau an einem rumfuckelt, weil das ist sehr unangenehm. Ja, das kann ich schon. Ich habe es mir jetzt halt nämlich wirklich immer mit den Kabeln vorgestellt. Habe auch in meiner Kliniktasche noch so ein Band, das hatte ich von einer Untersuchung geschenkt bekommen. Da war es so, ja, die Hebammen mögen das ganz gerne fürs CTG dann, wenn das dabei ist. Aber wenn es kabellos ist, bin ich da jetzt auch nicht ganz so dagegen. Aber ansonsten, ich versuche da so natürlich wie nur möglich ranzugehen, weil ohne Beklemmungen, ohne große Angst, das wird schon irgendwie klappen, der Körper macht das schon und ich bin da eigentlich entspannt. Aber finde ich total gut, auch so ohne Angst und dass du so offen daran gehst. Weil viele sind ja doch schon, hören sich halt viele Geschichten an und man hört ja meistens auch immer nur die schlechten Geschichten oder die Geburten, die halt sehr dramatisch waren. Und häufig laufen die Geburten ja auch ganz unkompliziert und gut und das ist ja eigentlich so, wie es sein soll. Auf jeden Fall. Dann eine weitere Frage, die hier auch oft gestellt wird, Sex in der Schwangerschaft. Ist ja immer so ein Thema, ist das in Ordnung, ist das erlaubt, dürfen wir nicht. Es gibt Frauen, die wollen und Männer, die nicht wollen. Es gibt Frauen, die nicht wollen und Männer, die wollen. Und das ist so ganz unterschiedlich und super individuell. Deswegen, wie war es bei euch? Also war das in Ordnung für dich? Konntest du dir das vorstellen oder so gar nicht ab einem gewissen Punkt? Also ich muss sagen, ich nehme es da halt auch sehr natürlich, wie es kommt. Es ist ja auch einfach viel damit verbunden, wiefern man sich noch wohlfühlt oder nicht, glaube ich. Und man ist ja einfach, also ich bin ja verheiratet und man ist ja mit seinem Partner zusammen. Und Zweisamkeit entsteht nun mal, gehört auch dazu und alles. Und ich fühle mich wohl damit, wenn also irgendwie die Atmosphäre stimmt und halt auch man sich selber wohlfühlt. Also ich habe dann auch kurz gegoogelt, was denn noch so geht oder halt nicht. Und ja, für uns ist das jetzt auch kein Thema. Es hat funktioniert und Das wird ja auch immer sehr kontrovers diskutiert, ne? Auch bei Google, wenn du das eingibst, was darf man noch, welche Google. Stellung und so weiter. Da muss man ja echt auch ein bisschen aufpassen, was man so liest. Aber ich finde das, was du gesagt hast, super mit, wenn man sich wohlfühlt. Ja. Und ich finde, man fühlt sich halt wohl, wenn der Partner einen irgendwie wertschätzt. Und das ist halt wichtig. Ne? So, und dann hat man irgendwie auch Lust und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und solange es nicht wehtut, ist alles in Ordnung. Ne? Also von daher, viel Spaß. Dann, wie hat der Corona-Lockdown quasi deine Schwangerschaft beeinflusst? Ich würde doch schon sagen, sehr. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich mich jetzt groß drüber beschweren würde, weil ich immer denke, wir haben das Kind im ersten Lockdown gezeugt. In dem Moment ist es einfach passiert. Wir haben uns dafür entschieden. Und letztendlich muss ich auch sagen, ohne Corona wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht
In der 40. Woche? Sehr wahrscheinlich nicht, wirklich nicht. Nee, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich halt meinen Job hier verloren in Hamburg. Ich habe hier 6 Jahre lang gekellnert. Und dann war es halt so, okay, ich bin zu Hause. Wann könnte man denn eine Familie anfangen zu planen? Und dann war es halt wirklich so, dass wir uns dafür entschieden haben, wir können es ja mal ausprobieren. Hat auch beim ersten Mal direkt geklappt. Oh, schön. Ja, das ist doch immer toll, wenn man sowas hört, als wenn das so eine lange Leidensgeschichte ist. Genau, ist genau. Also ich habe da auch wirklich großen Respekt bei Leuten, die da auch immer noch hinter dem Kinderwunsch bleiben. Und ich gönne das wirklich jedem, der sich's wünscht. Das ist so schön, schwanger zu werden. Und die Frage war ja, inwiefern Corona die Schwangerschaft beeinflusst hat. Und ich würde wirklich sagen, doch sehr, weil zum Beispiel mein Mann nicht bei einer einzigen Ultraschalluntersuchung dabei sein konnte. Und gerade bei der ersten Schwangerschaft, ne? Also wenn man das jetzt schon dreimal erlebt hat, so wie bei uns jetzt, dann ist es so okay. Ja. Also mein Mann fand es jetzt auch nicht toll, dass er nicht dabei war. Er beschwert sich auch immer. Ist was ganz anderes, ne? Genau, man möchte halt schon irgendwie mal so aktiv daran teilnehmen. Und wenn man dann schon das Gefühl hat, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich mit in die Klinik darf, war ich eigentlich überhaupt irgendwie beteiligt, außer an der Zeugung. Ja. Also es ist ja wirklich, man wird schon ziemlich ausgeschlossen. Ist wirklich so. Also ich muss aber auch dazu sagen, als ich hier in Hamburg war, hatte ich auch wirklich eine tolle, tolle Frauenarztpraxis. Und ich durfte jedes Mal auch ein Video aufnehmen von den Ultraschallaufnahmen. Schön. Hab daraus mir dann auch ganz viele Screenshots zusammengecuttet, habe also ganz, ganz viele Bilder davon. Und bei der Geschlechtsverkündigung war es halt so, ich sollte dann kurz weggucken, durfte weiterhin die Kamera drauf halten. Und dann wurde das Geschlecht aufgeschrieben in einen versiegelten Briefumschlag. Ja. Zu Hause durften wir das zusammen auspacken und das war dann halt so ein Kompromiss. Das war jetzt auch wirklich schön gelöst. Ja. Aber ansonsten in den Momenten, wenn halt gesagt wird, ja, ich gucke jetzt mal nach den Herztönen und dann finde ich da gerade nichts und oh, das ist ja komisch und dann gucken wir mal da. In dem Moment geht ja so viel in einem vor, was ist da mit dem Herzen, schlägt es noch? Mhm. Aber heute Morgen habe ich das Baby noch gespürt oder sowas. Man macht sich so viel Gedanken, wenn man live dabei ist. Ja, aber wenn man dann nach Hause kommt und sowieso schon so, ja, ich war ja da und dann ist es halt nicht das Gleiche, wenn man dann das Video zeigt oder davon erzählt. Ne? Das Gefühl ist ein anderes komplett. Der andere kann das dann auch nicht so nachempfinden, glaube ich. Und das löst ja auch bei jemand anders nochmal was anderes aus, wenn er das Herzschlagen sieht, als bei einem selber. Man kann das Gefühl nicht transportieren. Ne? Genau, genau. Das glaube ich auch, das ist schwierig. Ich glaube, da ist es halt noch schlimmer, wenn man auch nicht so gute Nachrichten bekommt bei den Untersuchungen und da halt keiner da ist, der einem die Hand hält oder so. Genau. Das sind Momente, die sind nicht da schön, weiß ich auch nicht, wie das gehandhabt wird. Wenn es natürlich dann gerade entsteht, das Problem oder gerade aufgetaucht ist, dann müssen wir direkt reagieren. Aber wenn es jetzt was ist, was vielleicht über ein Testergebnis oder so, ich denke, vielleicht machen sie ja auch Ausnahmen. Wäre auf jeden Fall schön. Ne? Was jetzt auch bei mir zum Beispiel war, da hatte ich einen 3D-Ultraschall, aber das wusste ich nicht, dass der mich erwartet. Es sollte eigentlich nur eine Doppler-Untersuchung werden. Und ich glaube, der Arzt war halt so lieb. Er hat gemerkt, dass ich sehr aufgeregt war und hat sich gedacht, na gut, dann zeige ich kurz das Baby. Ich wusste nicht, dass es sein wird. Und dann war halt der Bildschirm so groß und ich habe gedacht, ist das jetzt die Voreinstellung von der Patientin, die irgendwie da war davor? Mhm. Ist das jetzt mein Kind oder nicht? Er sagt, ja, da sehen wir es jetzt einmal. Und das war halt so ein Moment, so unbeschreiblich, so schön, so eine Überraschung. Und mein Mann war einfach nicht dabei. Ne? Also das fehlt halt schon, aber wir haben tolle Fotos bekommen und die habe ich ihm dann natürlich auch gezeigt. Aber er war nicht dabei. Ne? Ja, ist so, dann leider. Und wie ist das so mit Schwangerschaftsaktivitäten? Weil ich finde, man nimmt sich ja vor, ach dann, wenn ich im Mutterschutz bin, dann gehe ich zum Schwangerschafts-Yoga, mache einen Geburtsvorbereitungskurs, whatever, treffe mich mit meinen Freundinnen zum Kaffee endlich mal, schlafe jeden Tag aus. Ja, und auch der Austausch mit anderen Schwangeren, ja, ne? das fehlt total. Das total fällt weg. Ja. Das stimmt schon, aber ne, wenn man da jetzt irgendwie noch mit den Freunden oder Familie irgendwie gut in Kontakt ist, da auch die ein oder andere Schwangere war oder junge Mama, dann ist es tatsächlich auch schön, wenn man da den Austausch hat, aber das fehlt halt komplett. Oder man geht dann irgendwie vielleicht durch seine Stadt und dann heißt es beim Bäcker, ach, woher haben Sie denn das Kind? Und ja, man hat nicht gesehen, dass man schwanger war eigentlich. So, ne? Also, da geht viel verloren, glaube ich. Das ist schon traurig, aber ich versuche ja auch positiv zu bleiben und ja, du bist sowieso mega positiv eingestellt, das mag ich aber total gerne. Das ist total beflügelnd, finde ich immer gut. Ja, ich glaube, man hat nichts davon, wenn man sich wirklich dann zu viel Gedanken macht. Zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf die Geburt mit Corona. Also mein Mann, hoffe ich, darf mitkommen. Ne? Ja. Das ist natürlich der große Wunsch, weiß man natürlich auch nicht, wie es kommt. Ich habe ja auch hier den anderen Geburtsbericht gesehen, in dem Fall, wo halt falsch positiv getestet wurde und der Mann nicht dabei sein konnte. Und das war wirklich... Bitte lass es nicht dazu kommen. Oder dass man Schnupfen kriegt, ne? Ja, genau. Selber, dass man sich dann nochmal erkältet irgendwie kurz vor der Entbindung und dann, dass dann halt, es heißt, Isolation, ne? Ja, das ist dann schon dramatisch. Wir hatten jetzt tatsächlich auch viele Frauen, die auch alleine entbinden mussten. Was heißt alleine? Also natürlich mit Geburtspersonal.
aber halt ohne Partner, ohne Partnerin oder sonst irgendjemanden, der dabei ist, weil einfach doch jetzt mehr positiv getestet wird und man selber vielleicht auch gar keine Symptome hat. Mhm. Dann gibt es Krankenhäuser, die sind gut aufgestellt, die haben dann so eine richtige Corona-Einheit, wo dann ein abgeschlossener Bereich ist, wie eine Schleuse eigentlich. Mhm. Und da dürfen die Männer dann zum Beispiel auch rein. Das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Oder die haben einfach OPs, die nur für Corona-Patienten sind. Das ist natürlich super, aber das ist halt auch nicht überall gewährleistet. Und ich sag mal so, dieser Schockmoment, wenn die dann reinkommen, schon isoliert und du weißt, okay, das heißt jetzt, ich bin positiv getestet. Das ist halt, glaube ich, diese, wenn du dann so Adrenalin ausschüttest und Stresshormone und so, das ist natürlich für eine Geburt auch ziemlich uncool, ehrlich gesagt. Genau. Und da verspannt man ja auch. Das hat dann ja auch nichts mehr mit dem Hypnobirthing zu tun, dass man so entspannt sein soll. Und die Gebärmutter ist ein Muskel und alles. Ich glaube, da ist man angespannt. Ne? Du bist du sofort. Also dann hast du total Stress und dann die meisten fangen ja auch direkt an zu weinen. Und das ist, glaube ich, das, was einen dann auch echt blockiert. Und das ist so kontraproduktiv halt. Ja. Ich versuche halt, das Beste draus zu machen aus der Situation. Selbst wenn es dazu kommt, ist ich kann es dann nicht ändern. Das ist auch so mehr oder weniger mein Vorsatz, positiv sein im neuen Jahr und das so annehmen, wie es ist. Ne? Genau. So, ich musste mich anders hinsetzen. Ich hatte einen Krampf im Fuß. Also, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt anders sitze. So, und dann nochmal ein Funfact zum Ende. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Genau. Und da geht es vor allem so um Nagelkosmetik, kann man so sagen. Ne? Ja, doch. Und was ich ganz oft gefragt werde, ist, sind Gelnägel, Acrylnägel in der Schwangerschaft nach der Geburt erlaubt? Ja oder nein? Und ich dachte, jetzt habe ich den Profi gesetzt, frage ich doch mal. Ja, also das ist natürlich die Frage, mit der ich mich mitunter als allererstes beschäftigt habe. Kann ich meine Videos weiterdrehen? Wie geht's weiter? Muss ich voll und ganz auf die Schwangerschaftsschiene gehen mit den Videos? Also weil ich einfach weitermachen wollte auch, das macht mir auch so viel Spaß. Und ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt und in erster Linie muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ist klar. Mit gutem Gewissen, entweder ja oder nein. Und da verstehe ich auch wirklich jede Entscheidung und auch jede einzelnen Aspekte irgendwie, die da zusammenkommen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch gelernt habe, in der Schwangerschaft noch verantwortungsvoller mit den Produkten umzugehen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel den Lack runterfeile, und das ist nun mal bei halt Gel-Lack so, also wenn ihr ganz normalen Nagellack benutzt, dann ist es halt schon auch noch mit Respekt zu behandeln, aber halt nicht so wichtig, halt, wenn man das mit dem Gel-Lack hat, wenn man das entfernt und runterfeilt. Ich habe immer die Klamotten an, die direkt in der Wäsche landen hinterher. Ich trage einen Mundschutz dabei, ich habe mir extra eine Staubabsaugung besorgt und ich habe das Fenster auf. Also sicherer kann man, glaube ich, dann gar nicht sein, so von dem ganzen Staub und allem drum und dran. Dann kann eigentlich auch nichts, also wenn du so eine FFP2-Maske trägst, kann eigentlich ja gar nichts. Genau. Und es geht ja auch um die Dämpfe zum Beispiel ganz viel. Und da habe ich jetzt auch ein Video hochgeladen, wie man halt ohne Aceton das Ganze entfernen kann. Das ist das Wichtigste. Aceton, super schädlich, sollte man generell nicht benutzen. Und also ich habe einfach nur gelernt, verantwortungsvoller noch in der Schwangerschaft damit umzugehen. Und da muss halt jeder selber entscheiden, ob er es machen möchte oder nicht. Ich genieße die gemachten Fingernägel doch sehr, also ich fühle mich dann auch wohl. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, wenn ich mich dagegen entschieden hätte, 9, 10 Monate darauf zu verzichten. Ne? Ja. Genau. Sehr gut. Danke. Ja, gerne. Jetzt ist es endlich beantwortet. Ja, dann sind wir jetzt leider schon fertig mit dem Video. Es könnte noch Stunden weitergehen. Ich habe nämlich ungefähr noch so einen Fragenzettel an dich. Hat auch Spaß gemacht. Das ist schön, das freut mich. Mich würde mal interessieren, was ihr für Schwangerschaftsbeschwerden hattet, vielleicht in der 40. Schwangerschaftswoche, weil das kommt ja jetzt auch noch auf mich zu und ich bin gespannt, was mich dann so belasten wird. Schreibt das gerne in die Kommentare, auch vor allem, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, abonniert den Kanal und ja, vielleicht, ich gebe dir das letzte Wort. Ja. Oh Gott, das kam zu überraschen. Entschuldigung. War jetzt einfach nur so, okay, bye. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Auch gespannt, wie es bei dir weitergeht. Dankeschön. Ach so, und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, nach der Geburt. Bis dann. Bis dann.